Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei CAN zu einem neuen First Look. Wir sind ja jetzt gerade am Abend vor dem Start der Invictus Launch Week und wir haben ja im PTU-Patch schon einige Einblicke da reinbekommen, was uns denn jetzt auf der Invictus Launch Week entsprechend erwartet. Und deswegen wollen wir jetzt hier einfach mal einen Blick auf die Scorpius werfen. Die ist ja schon lange erwartet und die war ja auch angekündigt. Und auf ein Fahrzeug, das wir tatsächlich ganz unerwartet erhalten hatten und das auch so ein bisschen Diskussionen hervorruft bezüglich des Style Guides und des Herstellers. Aber dazu kommen wir gleich dann nochmal, denn ich bin zusammen mit Wurzel heute in der Aufnahme. Servus. Und der ist gerade schon fleißig dabei, unterwegs zu sein. Wir starten jetzt einfach mal mit der Scorpius. Für viele, zumindest auf den ursprünglichen Bildern der X-Wing von Star Citizen, man muss ja tatsächlich sagen, zumindest für mich tatsächlich, ist sie deutlich voluminöser, als ich erwartet hatte. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Wurzel, als du sie das erste Mal gesehen hast? Ja, also sie ist einfach breiter, quasi der Hauptkörper vom Schiff ist quasi nicht so lang gezogen. Genau. Wir hatten uns mal den Joke gemacht im letzten Livestream, dass wir sie mal neben eine Vanguard zum Beispiel gestellt haben. Und man muss tatsächlich sagen, der Korpus ist gleich groß. Also, sie kann eine Gladius in ausgeklappter Form gerade so unter sich verstecken. Das geht tatsächlich. Aber sie hat schon ordentlich viel Volumen. Ausgestattet. Tatsächlich waffentechnisch sehr, sehr gut als Heavy Fighter. Kein Long Range Fighter, wie es die Vanguard ist. Aber was die Waffenkategorie angeht, in derselben Gruppe mit 4x Size 3 Repeatern am Remote Turm, den wir hier oben sehen, den man ja nach hinten unten auch runterfahren kann. Das können wir uns dann gleich mal angucken. Genauso wie dann mit 8 Size 2 Raketen, die finden wir hier in diesen Raketenslots hier. Wobei ich tatsächlich sagen muss, es sind mehr, ne? Ja, genau. Als sie ursprünglich mal angekündigt hatten. Weil es sind ja jetzt tatsächlich 16, ne? Da hat sich an den Komponenten generell ein klein bisschen was getan im Vergleich zum ursprünglichen Konzept. Genau, wir haben nämlich tatsächlich auch, was die Schildgeneratoren angeht, jetzt eine kleine Anpassung. Es waren ja mal 2 Small Schildgeneratoren geplant. Wahrscheinlich ist CIG dann, dass, wenn man sich hier mal die Komponenten anguckt und wo überall Komponenten verbaut sind, einfach der Platz ausgegangen, wo man sie hätte verstauen können. Was jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass sie jetzt einen Size M Schildgenerator bekommen. Hat natürlich den Vorteil, dass sie jetzt mehr Energie zur Verfügung hat. Als 2 kleine Size S. Allerdings, wenn man sich auch anguckt, wo dieser Schildgenerator, das ist der hier vor mir in dem Fahrstuhl hängt, montiert ist, lässt er sich natürlich auch jetzt besser treffen. Und dann hat man tatsächlich gar keinen Schildgenerator mehr. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wenn wir statt tatsächlich Komponenten treffen können. Genau, wo wir gerade von besser treffen reden. Aktuell ist sie auch sehr, sehr wendig im PTU. Da hat CIG schon gesagt, wird ein bisschen auf die Größe besser angepasst werden. Genau. Sie fliegt sich zurzeit eher wie eine Gladius als wie eine Vanguard. Wahrscheinlich wird sie beides nicht wirklich haben. Eine Vanguard ist halt tatsächlich dann doch ein bisschen kantiger und klobiger als sie hier mit ihren großen Flügeln. Aber irgendwo dazwischen wird sie sich, würde ich mal schätzen, ansiedeln. Und da müssen sie dann halt jetzt nochmal ran. Genau, aber so viel zur Scorpius grundsätzlich. Ich mache sie mir hier mal ein bisschen zu. Wie sie ausgefaltet aussieht, würden wir gleich mal uns angucken, wenn der Wurzel hierher gefunden hat. Denn dann haben wir auch einen Turmpiloten. Hier vielleicht nochmal an den Seiten, an den beiden, finden sich der Cargo, der Storage Room, sodass ihr hier also tatsächlich dann auch euren Kleinkram mit unterbringen könnt. Whee!
Wo ist er? Wo ist er? Ha! Da kommt er. Ja. Das hier ist jetzt die Mule. Macht ungefähr genauso viel Spaß zu fahren, wie es aussieht. Genau. Also, ich würde sagen, dann machen wir hier jetzt nahtlos mit dem kleinen Fahrzeug hier weiter. Ja, hau raus. Und zeigen am Schluss doch die Scorpius. Genau, also wie man hier sieht, sehr kompakt. Genau, hier vorne sitzt man drin. Man kann dann hier vorne auch, wo ich jetzt aussteige. Piep, piep. Hey. Hast du mal eine Kiste für mich? Kistenarme! Genau. Also, ne, das ist so ein kleiner Transporter. Man kann hier vorne eine Kiste dazwischen packen. Wenn es aber dann ans Aussteigen geht, sollte man keine Kiste dabei haben. Denn steigt ihr aus, wie auch beim Rock und Rock DS eben vorne. Das ist dann für die alten Leute. Hat er dann die Arme da vorne, damit man sich links und rechts abstützen kann, ne? Genau, genau. Man hat aber eine geschlossene Pilotenkanzel. Genau. Das dürfte wahrscheinlich alle Rock DS Piloten sehr erfreuen. Genau. Was weiter zum Transport geht, man hat hier auch diese, da komme ich von hier jetzt nicht rauf, diese Tragegitter hier an der Seite. In die kann man auch Kisten reinstellen, so Missionskisten kann man theoretisch auch reinsnappen. Ich habe bisher noch keine gefunden, mit der es geht, aber das sind tatsächlich Physics-Grid-Plätze. Wenn man draufkommt, also an der Kante parken oder so, dann kann man sich auch draufstellen. Oder wenn man zufällig nicht weiß, wohin mit einer Leiche, dann kann man die auch da drauflegen. Genau, funktioniert auch. Tractor Beam sei Dank. Genau, dann hat das Ding hier zahlreiche Knöpfe. Überall. Oh, jo. Denn hier sind auch schon überall die Komponenten. Ja. So. Und alle möglichen Kästen verbaut. So. Ah, ist noch okay. Hier. Ich glaube, der war der für die Waffen. Kann es sein? Genau. Hier. Ah, cool. Idealer Platz für eine Waffe. Wo wir aber gerade von Platz reden, können wir hier weitergehen. Das ist Platz für nochmal so eine SCU-Kiste. Ach ja. Genau. Während man dann da oben mit Magnet Battery und Power Plant hat. Mhm. Genau, wie man sieht, vollständig durchanimiert. Genau. Ja. Und auf der Seite hier dann ein Tankstutzen. Auf das wir also scheinbar auch Tankfahrzeuge kriegen. Genau, hier weitere Komponenten. Also, ich würde sagen, das ist richtig gut durchdesignt auf modernen Standards, ne? Oder sie kriegt, es gibt ja tatsächlich irgendwie die Diskussion, dass dieses Fahrzeug modular sein könnte. Also wir haben tatsächlich zu diesem Fahrzeug noch keine großen offiziellen Informationen, außer dass es hier gerade vor uns steht. Da werden wir also wahrscheinlich noch auf den Start der Invictus Launch Week und gegebenenfalls auf den Drake Day warten müssen. Mhm. Aber wenn man natürlich hier statt der SCU-Kiste einen SCU-Tank drunter setzen würde, hätte man auch ein kleines Tankfahrzeug. Natürlich als Tankfahrzeug für einen Tonk oder so verwenden. Genau. Ach ja, und wo wir bei neuen Standards sind hier. Lichter. Scheinwerfer, ne? Tatsächlich sogar. Genau. Also muss sagen, auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie sinnvoll dieses Fahrzeug ist im aktuellen Zustand, ne, von dem, was wir im Spiel tun können, finde ich es die Idee eines super kleinen Transporters sehr gut umgesetzt. Ja. Na, es ist optisch stimmig, es ist funktional stimmig und macht Spaß zu fahren. Ja, und er ist halt wahrscheinlich eine gute Ergänzung als Fahrzeug zu einem Rover. Wenn du sagst, du möchtest auf Expeditionen gehen später, weil der Rover kann ja 4 Personen mitnehmen, aber hat nicht viel Platz. Während du hier halt viel Cargo-Storage hast. Genau, oder da es wirklich, wirklich klein ist, vielleicht auch in der Höhle mitnehmen zum Looten oder so. Ja. Genau. Gerade in die neuen, die Sand Caves und Co., an denen sie gerade arbeiten, könnte es tatsächlich auch ganz interessant sein, stimmt. Genau, also, oder man befindet sich in einem Restricted Area, wo man mit Schiffen nicht hin darf. Mhm. Genau, eine Sache wollte ich eben noch zeigen. Der Wendekreis von dem Ding ist quasi... Quasi Tonk. Genau, und dadurch ist es halt wirklich geeignet für enge, schwere, schwer zugängliche Bereiche, ne? Genau.
Ja, würde ich cool. sagen. Kleine gelungene Überraschung. Weiß nicht ganz wieso, aber werden wir erfahren. Wird mit Das Sicherheit Einzige, irgendeinen Sinn haben. genau, das Einzige, was ich jetzt hier noch anmerken muss, ist, warum Drake? Na? Sieht es jetzt so unbedingt nach einem Drake-Ding aus? Ja, es hat die ähnliche, so eine Mähdrescher Cockpit-Kanzel, wie vielleicht eine Vulture oder so hat. Wenn man jetzt hier hinten guckt, Sudo steht eh schon davor, hier, Ich dachte mir, worauf du da, hinaus möchtest. auf dem Batterieschacht, steht Drake Interplanetary M.U.L.E. Naja, ich weiß nicht, Drake ist jetzt bei mir nicht so bekannt dafür, dass sie Abkürzungen verwenden für ihre Schiffe. Na? Das ist Buccaneer, wahr. Cutlass, Caterpillar. Im Gegensatz vielleicht zu Argo, na? Die da eher mal so in die Richtung improvisieren. Wird vom Stil her auch passen. Einmal bitte in Orange, danke. Genau, bin also gespannt, was da an Informationen dazu noch alles kommt. Wie viel es kostet, weil da haben wir keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall etwas sein, was ich mir mindestens in-game mal erspielen werde. Ja, ganz Genau. witziges Fahrzeug, genau. Alle weiteren Informationen zu einem Sale und zu gegebenenfalls den Hintergründen dieses Fahrzeugs, wo kommt es her, wofür ist es ursprünglich gedacht und Co., werden wir dann im Rahmen von einem News Alert euch nochmal auf den aktuellen Stand bringen, sobald wir da entsprechende Informationen zu haben. Genau. Dann mit der Scorpius jetzt hier wegfliegen, ne? Wurzel Du möchte Pilot, schießen. ich Gunner? Ja. Klingt doch gut. Okay. Enter Gunnery Seat. Macht mal über dieselbe Leiter. Genau. Man klettert dann nur oben anders rein. Genau. Vielleicht schon mal vorab zur Info für alle die sie jetzt gegebenenfalls im PTU schon mal Probe geflogen sind und sich die Frage gestellt haben, wie verstelle ich denn den Turm? Das kann Wurzel gleich mal zeigen. Einfach S gedrückt halten tatsächlich. Einfacher könnte es nicht Genau. sein, außer dass wir jetzt noch eine Taste belegt haben. Und dann könnt Ja. ihr die Position ändern. Wupp, wupp. Darf ich einsteigen? Von mir aus schon. Ja, Ich fahre hier das. feucht fröhlich hoch und runter mit dem Turm. Das ist schön, deine Position bleibt dieselbe. Oh. Weil du ja Remote Turret hast. Und deswegen sehe ich nichts davon. So, ich kann aber ja mal jetzt in die Außenperspektive wechseln und dann darfst du feuchtfröhlich die Position wechseln. So, sag mal, wenn du soweit bist, weil ich sehe nicht, Ich was du bin siehst. soweit. Du darfst. Okay. Genau. Und das Spannende ist tatsächlich, wenn ihr euch die Animation hier anguckt, dadurch, dass der Turm seine Ausrichtung nicht verändert, sondern nur die Aufhängung von unten nach oben wechselt, werden die Waffen auch nicht gewechselt. Das heißt, die Aufhängung bleibt immer identisch und damit könnt ihr auch währenddessen sauber schießen. Also selbst wenn ihr die Position verändert, ist ein Schießen kein Problem. Wir können ja einfach mal starten, dann hat Wurzel auch mal die Chance zu schießen. So. Und da haben wir unseren X-Wing. Genau. Vom Sound her, sag, ist es typisch RSI Space Staubsauger. Genau. Da. Ja, geben wir mal ein bisschen Gas geben, damit wir auch was davon hören. Genau. Jawohl. Und man muss tatsächlich sagen, wie dadurch, dass das Balancing fürs Fliegen aktuell so genial gut ist, also noch nicht vorhanden, sie sich also wirklich unglaublich angenehm und leicht fliegen lässt und eine extrem schwere Waffenlast hat, weil das fehlt uns gerade noch. Neben dem Turm und den Raketen haben wir an den Flügeln hier seitlich nochmal Size 3 Mounts, 4 Stück, an denen dann Gimbal Size 2 Repeater hängen zurzeit. Also auch da die Bewaffnung sehr, sehr ordentlich und wir haben es auch im Stream schon getestet. Dadurch, dass die Turmmechanik auch mittlerweile so gut ist, ist es gar kein Problem,
zwei Ziele gleichzeitig zu bekämpfen zwischen Pilot und Gunner Seed. Tatsächlich ist dann aber die Positionierung am oberen Teil des Schiffes besser, weil man dann eben auch nach vorne schießen kann. Das kannst du jetzt gerade ja nicht, ne? Genau, ich kann hier maximal gerade nach unten schießen. Das ist hier in der unteren Ansicht limitierter. Allerdings kann ich sehr weit nach rechts und links drehen und dadurch die Waffen auch in den Triebwerkstrahl reindrehen. Mhm. Genau, mal gucken, wie das dann bleibt, Auswirkungen hat oder so. Genau. Aber von oben kann man halt nach vorne schießen, also auch auf das Ziel schießen, auf das der Pilot schießt, und kann sich die 360 Grad drehen, was unten nicht möglich ist. Genau. Genau, was dann tatsächlich sehr spannend wird, ist, wenn wir jetzt, das ist für alle die, die sich fragen, aber ich möchte ja nicht immer Flügel ausgeklappt haben, ihr müsst nicht unbedingt mit N in das Landefahrwerk ausfahren, ihr könnt auch Alt und K gedrückt halten in der Standardbelegung, dann könnt ihr die Flügel einfahren. Ein kleiner Bug, den wir tatsächlich zurzeit noch haben, ist dann aber, dass ich mir selbst ins Schiff schießen kann. Was vielleicht nicht ganz so optimal ist, aber da muss CIG einfach nochmal ran. Genau, und ich kann mit dem Turm dann auch in die Flügel reinschießen. Genau, aber so viel effektiv zu diesen beiden Vehikeln, die wir jetzt entsprechend ergänzt bekommen haben. Wie gesagt, bei der Scorpius gerade ist noch die Frage, wie und wohin bewegt sich das Balancing. Bei der Mule müssen wir überhaupt mal gucken, was hat sich Drake dabei gedacht. Das wird jetzt entsprechend die Zeit zeigen. Das soll es aber erstmal für einen ersten Blick auf diese beiden Schiffe gewesen sein, zu unserem First Look. Und damit möchten wir euch dann in Ruhe in die Invictus Launch Week entlassen, die ja dann jetzt starten wird, einige Stunden nachdem wir dieses Video hier live gebracht haben. Genießt den ersten Tag. Das Ganze startet ja mit Anvil und kommt gut ins Wochenende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Servus.